Hallo ihr Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal Auf ins Dannyland gelandet und heute habe ich mal einen Testeinkauf bei Jum gemacht. Jum, keine Ahnung wie das heißt. Und dann gucken wir doch da mal zusammen rein. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr aus dem Kopf, was ich alles bestellt habe. Ist traurig, oder? Ah. Okay. Da habe ich wahrscheinlich wieder falsch gelesen. Da habe ich gedacht, da wäre mehr dabei. Ich habe gedacht, das wäre so ein kompletter Lippenstift, den man als Diamond Painting Wachs benutzen kann. Jetzt ist das aber nur diese Spitze. Okay, kommt das da drauf irgendwie? Oder gehört das so? Also das sah, meine ich, auch mehr in der Packung so aus. Dann kann man da so drauf pieksen, sich den Wachs rausholen und kann das dann nachher da wahrscheinlich wieder... Ja, halten tut es. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Das müsste ich dann erstmal testen. Also das ist Artikel Nummer 1. Dann Artikel Nummer 2. Ich habe hier mal so breites Klettband gekauft. Denn ich habe ja in dem einen Video so eine Cappy, wo man mit Klettband so ein Diamond Painting vorne draufsetzen konnte. Und da habe ich mir gedacht, halte ich mal Ausschau nach breiterem Klett, wo man dann eventuell, hatte ich vor, oder nicht eventuell, sondern ich habe vor, mit euch noch mit der Nähmaschine zu sticken und das Ganze dann hier drauf zu setzen. Das war jetzt das breiteste, was ich bei Jum gekriegt habe. Und das ist eins, was nicht zum Nähen ist. In meinem nächsten Amazon-Unboxing müsste ein breiteres Klettband zum Nähen von Amazon dabei sein. Also das hier ist jetzt, warte, ich zeige euch mal, wie breit das ist. Das ist 5 cm breit, dieses Klettband. Und wie gesagt, es ist zum Kleben. Und natürlich sind es beide Stücke, also es ist immer Gegenstück auch, ne? Mal gucken, wie es hält. Ja, die Klettkraft ist ganz okay. Da muss ich dann mal gucken, ob die Klebkraft auch gut ist. Wenn man da jetzt so ein auf Stoff gesticktes Bild drauf setzt, ob das dann da auch tatsächlich klebt. Mal gucken. Und wenn das natürlich so gut klebt, wäre auch eine Möglichkeit, mit eventuell beim Diamond Painting mit Reststeinchen was zu machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Da werde ich dann mal gucken. Dann habe ich mir eine Kordel bestellt, weil ich habe noch Stoff liegen und wollte mir noch ein Rucksäckchen nähen, wie ihr in meinem einen Video auch schon gesehen habt. Sowas in der harten Maritim hatte ich vor. Also ist jetzt unspektakulär, ne? Also hier steht ja drauf 5 und 10, also der Durchmesser ist 5.
Die Länge ist 10 Meter. Ich messe es jetzt nicht nach, ob es wirklich 10 Meter sind. Riechen tut es nicht. Es ist ein schönes, kräftiges Blau. Und auch so fässt es sich gut an. Also kann ich mich nicht beklagen. Dann habe ich tatsächlich mir eine Steinchenmühle bestellt. Steinchentrenner, Steinchenmühle, Grinder oder wie auch immer dieses Teil heißt. Weil ich habe nämlich leider, jetzt muss ich überlegen, welches Bild. Ein Bild, wo schwarze Harzsteinchen sind, die kleben. Und wollte ich dann mal testen. Jetzt muss ich überlegen, wo ich das habe. Wartet mal. So, ich habe jetzt hier schwarze Harzsteinchen. Mache ich mir die erstmal in ein Schiffchen rein. Ja, das waren die, wo so viele zusammenklebten. Und das ist leider tatsächlich ein Karat-Artbild. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass da viele aneinander kleben. So. Jetzt werde ich mir mal die doppelten, die zusammenkleben. Also ihr seht das. Kann man das? Hoppala. Ja, das ist, ne, die sind wie eine Kugel. Und da sind hier leider mehrere bei. Ist leider bei Hartstein kommt das, glaube ich, öfter vor als bei Acrylstein. Ich hoffe, die Steinchen gehen dadurch jetzt nicht kaputt. Aber irgendwie tut sich nichts. Die Frage, habe ich jetzt zu viel, zu wenig Steine drin? Obwohl doch, jetzt sieht es schon besser aus. Ah, es kleben aber immer noch welche zusammen. Also ob das jetzt das Nonplusultra zum Steinchen trennen ist, weiß ich nicht. Ob es da einen besseren Weg gibt. Ja, da kleben immer noch zusammen, da auch. Hier, die und die hier. Okay, die habe ich jetzt so mit der Pinzette auseinandergekriegt. Wie trennt ihr denn Steinchen, wenn ihr das Problem der klebenden Steine habt? Da gibt es doch bestimmt mehrere Methoden. So, also die sind jetzt auch auseinander. Also wie gesagt, hier sind echt, hoppala, hier sind echt viele, viele schwarze Steinchen bei, die noch zusammenkleben. Gut, ich hatte jetzt ja nicht alle da in der Mühle drin, aber aus der Mühle habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die was gebracht hat. Kann ich jetzt nicht behaupten. Ich fülle sie mal wieder zurück. Warte mal, sieht man das jetzt vielleicht? Ja, also die ganzen, die zusammenkleben, liegen noch hier in der Ecke, wobei die Steinchenqualität ja gut ist, aber es zum Glück ist das auch ein Bild, wo ich nicht ganz so viel Schwarz habe. Aber es ist mir bei Schwarz jetzt schon öfter aufgefallen, dass die auch mehr kleben. Nun gut, ja. So viel dazu. Und jetzt habe ich hier auch noch ein
ein Bild. Ich zoome euch mal raus, weil Bilder muss man immer in voller Größe sehen. So, aber ich hatte eigentlich mehrere Bilder bestellt. Da ist nämlich heute gleichzeitig noch eine andere Lieferung angekommen, aber nicht in dieser Jume-Verpackung. Es kann natürlich sein, dass da die anderen beiden Bilder drin sind. Also wir haben, oh, das sieht aber nett aus. Also die Firma ist Fiju oder Fiju. Ich habe festgestellt, bei Jume habe ich jetzt noch keinen anderen Hersteller gesehen. Doch, Homefun, glaube ich, haben die auch. Nee, Huakan haben die auch. So war das, genau. 2 rote Herz. Wachs, dann haben wir hier 2 verschiedene Mehrfachaufsetzer, normalen Stift mit Squishy und ein Schiffchen, das gar nicht so schlecht ist. Also es ist jetzt kein Mosfa-Schiffchen, aber es ist auch von der Größe so wie die alten von Diamond Art Club sind. Finde ich jetzt gar nicht so falsch. Ja, und auch der Wachs ist jetzt nicht so ein ganz so einfacher. So. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der Aufsetzer nicht drauf war. Der Aufsetzer war nicht drauf, weil es sonst nicht passt. Wir haben runde Steine. Jetzt muss ich euch doch mal ranholen und vielleicht doch mal Licht anmachen. Eben schien die Sonne hier noch durchs Fenster. Wir haben runde Steine. Wir haben Zipbeutel. Die Zipbeutel sind beschriftet mit Farben, also mit dem C-Nummer, mit der Legendennummer und Grammzahl und Bildnummer. Ist alles da drauf. Ne? Seht ihr hier? Das ist schon mal gut. Also selbst wenn euch ein Tütchen irgendwie wegflutscht, könnt ihr es immer zuordnen. Wir haben 26 Bilder insgesamt. Das Bild ist 40x50 groß. Ich schiebe mal das Gonzo-Zeug hier an die Seite. Es ist ganz schön knitterig, finde ich. Und ich weiß, wir haben jetzt Herbst, aber das habe ich gesehen und habe ich gedacht, oh, das ist schön, das nehme ich mit. Nach so einem Bild habe ich schon länger gesucht. Eine Erdbeerpflanze sieht man hier an der Blüte, das ist die Erdbeerblüte. Und mit einer reifen Frucht dran und reifen Früchten im Hintergrund. Fand ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir haben 26 Farben. Wir haben Zahlen bis 8. Dann haben wir Buchstaben, Großbuchstaben nur. Also sehr übersichtlich. Ja, ein einfaches, schönes Bild. Der Druck ist gut zu lesen. Und wir haben zum Beispiel, sieht man das hier unten beim Grün, wir haben hier Kreise drum, auch hier in der dunklen Ecke sieht man, dass der Teil, den man legen soll, ein bisschen heller ist. Aber wir haben in dem Teil, der weiß ist, keine Kreise drum. Und das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Ja, also das Bild finde ich wirklich, sieht gut aus. So, wir messen das Bild mal aus. Und zwar haben wir 44,5 mal 34,5. Also haben wir auf jeder Seite 2,5 cm, mehr als 2,5 cm Rand. Na. Ja, die Steinchen sind Acrylsteinchen. Sehen jetzt aber so von der Qualität ganz ordentlich aus. Wir haben natürlich viele Rot- und viele Grüntöne. Und das wird ein Mai-Bild, würde ich mal behaupten. Ich denke mal, das werde ich im Mai painten.
wenn ich bei den vielen Bildern, die ich inzwischen angesammelt habe, nicht den Überblick verliere. Okay, das ist mit doppelseitiger Klebefolie und ganz schön knickerig. Zoom euch mal wieder raus. Mir tut's weh, bitte. Mir tut's weh. Doppelseitige Klebefolie und dann das. Okay, also wir fangen erstmal mit den. Oh, und stinken tut's auch. Okay. Wir fangen mit den Steinen an. Wir haben runde Steine. Wir haben lauter kleine Bags. Wir haben aber eine Papierlegende und da seht ihr auch schon das Motiv, weil ich ja letztens gesagt habe, ich habe gar kein Kakteenbild. Habe ich mir dann doch mal eins zugelegt. Aber wenn ich das hier sehe und doppelseitige Klebefolie, könnte ich schreien. Ich könnte schreien. Ich mache das jetzt mal komplett runter. Komm, das ist auch noch an einem Stück drauf. Aua. Und ich habe eben noch gesagt, dass Joom nur diesen Hersteller, wie hieß der? Fiu oder Fiu, keine Ahnung, hat. Okay, wie ihr seht, ist der Druck auch sehr blass und das bei runden Steinen. So, wir haben es jetzt mal komplett ab. Wir haben es jetzt komplett abgekriegt und jetzt gucken wir uns mal das ganze Desaster genauer an. Also Luftblasen selber kann ich jetzt so gar nicht ausmachen. Sind halt einfach nur echt viele Knicke. Wir machen da jetzt mal Backpapier drauf und dann gucken wir mal, ob sich das ein bisschen besser legen lässt. Vorher werde ich einige Stellen doch vorsichtshalber einritzen, damit es da nicht zu Problemen kommt. So, da ist schon mal mein Backpapier. Dann habe ich hier mein Skalpell. Und dann habe ich hier meinen Schaber und dann krempel ich mir mal die Ärmel hoch. Und dann werde ich einfach mal vorsichtshalber hier so ein, an den Stellen, wo es arg geknickert ist, einritzen. Also so ein Schlimmes hatte ich noch nie. Jetzt auch gar nicht darauf geachtet, dass da ein anderer Hersteller jetzt beistand. So, jetzt nehmen wir mal unser Backpapier. Und jetzt streiche ich da mit ziemlich viel Kraft da auch noch mal ordentlich drüber. Oh, was ich hier das glatt kriege. Also es sieht jetzt schon besser aus, aber begeistert bin ich nicht.
So, wie viele Farben haben wir denn? Wir haben 25 Farben. Ich schneide mir mal hier. Das nervt mich immer, wenn da so viel übersteht. Wir haben 25 Farben. Wie gesagt, wir haben runde Steine. Wir haben keine Zipbeutel. Dafür haben wir eine Papierlegende. Achso, die Seite muss ich noch. So. Ey, aber immerhin, ne, wir haben den 10 Nummern. Was will man mehr? So, hier steht Bildgröße 35 x 45. Dann gucken wir doch mal, wie viel es tatsächlich sind. Oh, 35. Und 44,5. Also noch ein kleiner Pluspunkt. Wie sieht denn die Leinwand jetzt von hinten aus? Ja, ich bin ja dann echt mal gespannt, wie sich das dann bearbeiten lässt. Das muss wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile unter meinen Nähmaschinen parken, damit sich das legt. Zum Glück habe ich ja nicht nur dieses eine Bild und will das sofort painten. Von daher schauen wir uns mal die Legende an. Ist eine ganz einfache Papierlegende. Also wie gesagt, Leute, ich habe es aufgegeben zu kontrollieren. Ich habe so einen großen, so ein großes Lager an Restesteinchen, dass mir das inzwischen egal ist. Ach, guck mal, wir haben auch ein Toolkit. Hier ist es. Hat sich versteckt. Ne? Da ist das obligatorisch rosane. Also es steht auch auf den Tüten wirklich nur die DMC-Nummer drauf. Und wird schon alles da sein. Und wenn nicht, so ein paar runde Steine werde ich noch irgendwo haben. Haben wir uns jetzt den Druck angeguckt? Nee, haben wir nicht wirklich. Ne? Wir haben nur gesagt, er ist blass. Aber wir haben immerhin bei den weißen Steinen keine Kreise drum. Ne? Und ja. Mehr fällt mir da gerade nicht zu ein. Ich hoffe, dass das zweite, das auch doppelseitige Klebefolie drauf hat, dass das nicht ganz so zerhunzt aussieht. Ich mag es jetzt auch nicht wieder zusammenrollen. Das kommt dann gleich auf einen der Kleiderbügel. Dann nehmen wir doch mal das zweite Bild raus, was genauso aussieht. Leute, Leute, Leute. Also, auch wenn ich immer sage, ich weiß nicht, was ich mit diesen ganzen Schaumstoff rollen soll, wobei ich inzwischen eine kleine Idee habe. Zeige ich euch mal, wenn ich meine Roomtour mache. Aber wir haben jetzt diese Woche Urlaub. Wenn ihr das Video seht, ist ja wahrscheinlich wieder vorbei. Und da werde ich hoffentlich meinen Mann zu kriegen, dass er mir hier in meinem Zimmer noch ein Regal anbringt. Oder zwei, mal gucken. Und dann den Rest aufräumen. Und dann wird auch bald die Roomtour zumindest vom Diamond Painting Zimmer kommen. Die Roomtour vom Nähzimmer muss noch ein bisschen warten, weil das dauert noch, bis ich da durchsortiert habe alles. Okay, also, ja, ne? Hübsch, oder? Ist das abstrakte Kunst? Wie war das? Ist das Kunst oder kann das weg? Das fühlt sich allerdings anders an. Hier diese Klebefolie. Gut. Aber der Gestank ist der gleiche, der da rauskommt. Und wir haben auch, da seht ihr schon das Motiv, ein Gnomenbild. Und das fand ich total schön. Und das habe ich tatsächlich auch bestellt, bevor Heidi angekündigt hat, dass sie den November macht. Und das finde ich tatsächlich eigentlich total niedlich. Und wollte das, habe ich mir dann überlegt, wirklich gerne im November painten. Aber auch hier werde ich die Klebefolie komplett abmachen müssen. Oh. Komplett abmachen müssen und mit Backpapier ersetzen.
Also auch hier haben wir viel, viel Weiß im Hintergrund. Und das ist tatsächlich Color Blocking, weil, guck mal, wir haben N und A's im Wechsel. Und da haben wir eine ganz dicke Luftblase. Es tut weh, es tut wirklich weh. Es tut wirklich weh. Was habe ich denn für die Kunstwerke bezahlt, die ja total verhunzt angekommen sind? Wartet mal. 9,63 Euro hat dieses Meisterwerk gekostet und 8,56 Euro das andere. Wobei das ein 40x50 Bild ist und das sieht so aus, als wenn das auch tatsächlich... Ich messe jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich ja... Ja, auch das ist hier tatsächlich, also die 40x50 sind wirklich 40x50. Das ist natürlich wieder schön. Dann ritzen wir mal fleißig. Wo habe ich jetzt mein Cuttermesser? Leute, habt ihr das irgendwo gesehen? Da! Dann ritzen wir mal fleißig diese schönen dicken Falten ein. Oh ja, hier. Können wir eigentlich fast die ganze Leinwand ritzen. Also, ich werde aber wahrscheinlich tatsächlich dieses Bild hier im November painten. Allein schon, weil ich wissen will, ob ich das Chaos hier retten kann. Und weil ich das tatsächlich von den ganzen Gnomenbildern, die ich habe, am schönsten finde. Tatsächlich. Und ich habe ja, wie es der Zufall will, inzwischen einige. Also ich habe tatsächlich noch mal extra welche bestellt. Aber das hier gehörte nicht zu denen, die ich extra bestellt habe. Ja. Ich meine, bis November, bis das Gnome-Event anfängt, ist ja noch ein bisschen hin. Ich werde auch das jetzt schön mit Backpapier ausstatten. Und... werde das unter meinen Nähmaschinen parken und dann werde ich hoffen, wartet mal, ich da was übersehen, und werde hoffen, dass das echt, dass das ausreicht. Also es sind, das meiste sind tatsächlich wirklich Knicker, also es sind bedeutend weniger Luftblasen drin, als ich jetzt tatsächlich gedacht habe. Man muss ja gute Miene zum bösen Spiel machen, ne? Also wir haben 25 Farben und auch einen sehr blassen Druck für runde Steine, wo der Hintergrund durchschimmert, finde ich den Druck auch echt sehr blass. So, jetzt muss ich mal gucken, ob mein Backpapier von der Größe reicht. Gerade so. Ja, ihr Lieben, dann hat sich das jetzt erledigt. Dann brauche ich nicht mehr nachdenken, nicht mehr grübeln. Das wird mein Novemberbild. Erstens finde ich das Motiv super schön, auch wenn die Leinwand kacke ist. Und zweitens, ich will unbedingt wissen, wie es rauskommt. Also nicht die Pixelung oder die Disrendering, sondern ich will wissen, wie diese zerschrumpelte, zerknickerte Leinwand wird. Ja. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Und hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!